Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play Game of Dwarves. Wir sind hier immer noch groß am Ausbauen. Und das zieht sich alles immer noch so in die Länge. Ach ja, hier hinten hatten wir ja Gold in der letzten Folge gehabt. Das können die sicher mal so nach und nach noch holen. Ruhig ein bisschen zügiger. Und hier muss unbedingt noch so ein... Ja, Feuerschalen haben wir gebaut beim letzten Mal. Muss unbedingt noch so ein Block hin, dass die hier im Kreis immer drum rumlaufen können und nicht immer hier zurück und dann zu dem da rennen. Das ist ein bisschen uneffizient. Und der König steht hier auch ein bisschen nutzlos rum. Ach so, wir haben ja hier noch einen Forscher. Was kostet uns denn noch ein Forschungstisch? Wo waren das? Hier so? Da so? So, dann forsche du mal. Und wir setzen hier mal noch so eine geile Feuerschale hin. So. Und die verschieben wir dorthin. Und die verschieben wir dorthin. Naja, wobei eigentlich hätte da dann auch innen noch bleiben können, ruhig. Sehr gut. Sobald der Forschungstisch hier fertig ist und dann wird das alles gleich ein bisschen dekorativer. Hier ist gerade ein bisschen dunkel, hier kommen aber auch noch ein paar Feuerdinger hin. So, da holen wir uns unser Eisen wieder, was wir gerade in Feuerschalen investiert haben. Der klaut da hinten fleißig Gold. Das ist auch gut. Gold kann man nie genug haben. Aber was wir hier zubauen müssen mit den Holzklötzen. Wir brauchen viel mehr Holz. Und prinzipiell brauchen wir auch noch mehr Nahrung. Hier passt auch noch ein dritter dran. Mal eben ganz lässig zum Abbauen. Wir sollten vielleicht hier mal noch einen Gärtner einstellen. Da ist wahrscheinlich eh auch noch einer. Jetzt muss ich mal gucken. Ne, da sind wir noch nicht unten. Das ist gut. Ja, der hat aber auch gleich Hunger hier. Hoffentlich hat er direkt nach dem Hunger, dass er jetzt nicht erst anfängt, da zu buddeln. Er fängt an, da zu buddeln. Bekommt er Hunger oder fällt er noch runter? Ich glaube, er fällt noch runter. Er fällt noch runter. Jetzt die Frage, schafft er den nächsten auch noch? Könnte. Ah ja, das schafft er schon noch. Ja. Warum? Hunger, ist was? Oh, Gott sei Dank. Warum ist denn der da? Ah, die kommen hier nicht raus. Verdammt. Dann verkauft das Ding da wieder. Das war ja ganz unklug gesetzt. Das hätte ich nie mitbekommen. Der sollte Arbeiter werden. Und da brauchst du gar nicht bauen. Sonst kommen die da nämlich nicht raus und dann verhungern die da.
Das wäre ja bald schief gegangen. Genauso wie mit dem hier jetzt gerade. Das ist, wenn man nicht aufpasst und dann baut man sich ja so einen Mist zu. Dann können wir die Rodeen da hinsetzen. Ach so, hier, du solltest hier noch Nahrung abbauen. Mach dich mal auf die Socken. Sehr gut, dann kommen die da nämlich auch durch wieder. Na verdammt, und hier ist noch mehr Gold. Haben wir denn hier einen Bergarbeiter? Hier haben wir einen. Ja, der wollte gerade essen, ich weiß. Komische Sache. Das hier alles zuzubauen, das wird wohl noch ein ganzes Weilchen wieder dauern. Aber wir können ja schon mal langsam damit anfangen, indem wir hier einen so einen Block reinsetzen. Oh, wir werden viele Blöcke brauchen, aber das sind nun mal die besten zum Zumachen. Und in der Zeit können wir ja hier schon mal ein bisschen Steinboden setzen. Wo es nichts mehr zu holen gibt. So, hier schön ein neben den anderen. Hier auch. Und noch ein Klotz. Und noch mehr Steinboden. Das da will ich jetzt nicht unbedingt noch rausholen, das lohnt sich nicht. Hier hat man jede Menge Steine. Das würde sich fast schon lohnen. Hier haben wir so ein rosa Zeug. Das lohnt sich. Das Gold da lohnt sich. Und während die da weitermachen, können wir ja schon mal so ein bisschen Holz machen. So, und hier auch. Wo ist denn da der zweite Arbeiter? Also Holz, das geht mir irgendwie die Folge viel zu langsam, weil ich aber auch so viel von den Klötzen da brauche. Hier, von denen da, um das hier alles schick zuzumachen. Dass das ein bisschen dekorativ wird nachher. Vielleicht sollten wir das hier auch erstmal alles rausholen. Dann können wir hier nämlich auch schon überall mit den Klötzen da nach und nach zubauen. So,
Hier haben wir noch mehr Eisen. Hier haben wir noch mehr Silber. Das mache ich dann aber nicht alles zu da hinten, sondern nur, dass wir hier einmal so eine große Halle haben. Dass das hier ein bisschen schick aussieht. Da ist auch noch Gold in der Wand. Und dann kommt hier so das Schlafzimmer hin. Und hier haben wir noch einen Forschungspunkt. Zwerge mehr Lebenskraft. Ich überlege gerade, auf was man jetzt gehen sollte. Wir gehen erstmal hier hinter. So zwecks bessere Pflanzen und so. Ist ja aber auch unglücklich jetzt, dass da noch mehr Eisen ist. Was wir an Holz verbrauchen werden. Aber auch hier können wir ja zumindest schon mal Steinboden reinmachen. So. Die pennen da alle und das hier dauert mir alles auch noch viel zu lange. Nahrungsvorräte sind eigentlich gesichert, würde ich behaupten. Das tut mir jetzt leid, dass das hier so alles so ein bisschen nach Kraut und Rüben aussieht. Aber vertraut mir, das wird später cool. Wenn wir hier fertig sind. Nur noch so ein hässliches Bett da. Wir können ja mal noch eins bauen. Bett, Bett, Strohbett. So. Wo ist der Baumeister? Warum steht der da nur rum? Stahlburg. Seht mal zu, dass hier mal ein bisschen Holz kommt. Erstmal der hier, weil der hat nämlich gleich Hunger. Und die anderen beiden, die kommen jetzt hier so auch gleich, sobald da der Teleport-Knopf wieder aufgeladen ist. Oh, jetzt stellt euch nicht ineinander, wie soll ich denn da einen richtigen erwischen? Naja, dann halt Pech. Du hättest lieber irgendwo extra stehen bleiben können, wolltest du nicht. Arschkarte, jetzt musst du warten. Jetzt darfst du raus. Hä, hab ich hier irgendwas? Da hinten auch, das ist ein bisschen nervig, aber das geht beim nächsten Mal schon weg. Spätestens wenn wir das Spiel neu laden, geht das wieder weg. So, das wird das Schlafzimmer. Ist nicht sonderlich groß, aber gemütlich. Hier direkt bei der Pflanzenzucht. Und dann können wir wieder so einen Holzklotz setzen. Eigentlich bräuchte ich noch mehr Holz. Eine höhere Holzproduktion oder wir kaufen einfach mal Holz. Nicht doch. Momentan haben wir ja genug Gold.
Und dann können wir hier direkt mal noch zwei davon hinsetzen. Und bis hier die Karotten weg sind, haben die wieder nachproduziert. Hoffe ich. Einfach mal. So. Dann muss hier noch jede Menge Holz rein. Hier muss noch jede Menge Holz verbaut werden. Da so, hier hinten. Oh, das ist aber auch umständlich. Und bessere Holzpflanzen haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht. Nein, ein Holz. Schade. Das Bett da kann eigentlich auch mal weg. Das können wir gerade nicht verkaufen, weil da einer drinne schläft. Weg damit. Den Thron verschieben wir mal hier rüber. Und dann können wir hier mal ein paar Fackeln anbringen. Wobei ich nicht weiß, was Fackeln eigentlich brauchen. Wahrscheinlich Holz. Ja, das war ja wieder klar. So, wir setzen hier mal ein paar Fackeln hin. Hier eine mittig. Und hier wieder eine mittig. So, und dann ist das Ganze hier mal ein bisschen erhellt. Die haben auch Licht hier drinnen mit den Feuerschalen. Vollkommen ausreichend. Und können da weiter forschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon wieder die nächste Kammer angraben will. Aber warum eigentlich nicht? Solange die so weit nach unten geht, tut uns das ja keinen Abbruch irgendwie. Wir holen uns jetzt noch so einen scheiß Arbeiter. Ich brauche mehr Holz, das dauert mir zu lange. Weil es ist ja auch irgendwie immer eher schlafen oder so. So, jetzt ist da nämlich schon immer nachgewachsen. Wobei das vielleicht jetzt ja auch nicht so gut war. Das sind immer zwei da und wenn dann noch der andere... Weiß ich ja nicht, ob das jetzt so viel bringt. Jetzt sind's, ja, sind immer irgendwie zwei, die unbenutzt sind. Und sobald dann aber noch ein Zwerg mehr da ist... Ja, der kann erstmal überall zugucken, da der Jungzwerg. Oh, und tote Goblins, toll. Immerhin sind die untot, die können sich nicht mehr teleportieren, hoffe ich zumindest. So, hier. So, immer schön weg damit. Interessiert uns erstmal nicht. Ist zwar dann da hinten nicht schön, aber... was soll's. Man kann ja nun nicht auf alles Rücksicht nehmen. Wir setzen hier mal noch einen Holzklotz hin. Halt, hierher. Die ernten weiter fleißig, das ist gut. Besser für uns wären natürlich hier effektivere Holzpflanzen. Es ist auch doof, dass sich das jetzt alles hier so in der Länge zieht. Aber man will es ja dann doch auch einmal schön haben. Wir können ja noch ein paar Bodenplatten setzen. Bodenplatten sind hier. So.
Reicht erstmal. Ich überlege gerade, oder forste ich das hier? Also baue ich da hier wieder die komische Kante hin? Eigentlich sah das ja ganz gut aus. Wir haben noch einen Forschungspunkt. Alle Zwerge bewegen sich schneller. Das ist gut. Das könnte auch hier die Produktivität oder die Effizienz der Holzleute steigern. Wenn der nicht schon wieder müde wäre. Da geht's ja auch weiter nach unten. Dann lass uns doch hier einfach mal so eine Leiter nehmen. Dass hier mal ein bisschen was passiert nebenbei noch. Dann könnt ihr da ein bisschen Eisen rausbuddeln und wir können noch mal eine Höhle mal freilegen. In der Zeit, wo hier noch mehr Holz produziert wird. Scheiß drauf, du wirst ein Arbeiter. Hier sieh zu. Auch Holz. Dann steht halt vielleicht einer mal rum, ist mir jetzt scheißegal. Hauptsache wir haben Holz. Ich überlege gerade, ob man das auch irgendwie effektiver stellen kann. Wenn ich den Düngerstein dorthin packe. Das dahin. Und dann kann ich das dorthin schieben. Der Düngerstein da, das dort. Dann kriege ich hier noch eine Holzpflanze hin. So. Und dann haben wir noch eine Holzpflanze, die dahin passt. Holz, hier, Holz. So, Effektivität um eine Pflanze gesteigert. Ich hoffe nur, hier kommt jetzt keiner hoch. Die glitschen da jetzt zwar alle so ein bisschen ineinander, aber scheißegal. Hauptsache, oh, die Folge ist auch schon vorbei. Okay, da kommt zumindest jetzt auch keiner raus. Weil die können ja nicht nach oben. So, hier schön alles ausräumen. Sind auch wieder drei Gegner drin. Das ist ja schon ein bisschen nervig, ne? Mit so vielen. Aber egal. Okay, was ich eigentlich machen wollte, ist die Folge beenden. Gleich. Moment, wir haben gerade ein bisschen Holz übrig. So, dann kann man hier nämlich schon mal auch zumachen. Und die können besser im Kreis laufen. Erhöhte Nahrungsproduktion und so. Kennt ihr ja, habe ich ja alles schon mal erklärt. Ich bedanke mich an der Folge fürs Zuschauen. Wir speichern einfach mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es wird sich wahrscheinlich noch so ein bisschen hinziehen, bis das hier alles so schick ist, wie ich das haben will. Aber mit Holz geht's jetzt vielleicht etwas schneller, weil wir haben eine Pflanze mehr, wir haben noch einen Gärtner mehr. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's hier an der Stelle weiter. Und ich sage jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.